Seid ganz herzlich gegrüßt, ihr lieben Freunde überall in der deutsch sprechenden Welt. Denn jetzt wird es langsam spannend. Es ist hart, sich eine Welt ohne Zeit vorzustellen. Zeit ist ja gewissermaßen die Luft, immer da, ohne besonderen Grund. Obwohl die Zeit immer bei uns ist, bewegt sie sich immer weiter weg von uns. Sie ist gewissermaßen die letzte Konstante im Universum. Die letzte Nanosekunde ist gerade vorüber und schon folgt die nächste. Dennoch sind wir nie ohne Zeit. Ein Bibeltext dazu. Josua 10, Vers 13. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerächt hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang. Mag auch die Sonne mal für eine gewisse Zeit verschwinden, aber die Sekunden und Minuten und Stunden laufen den ganzen Tag weiter. Wir können also gar nicht dem Zeitgefüge, das Gott eingerichtet hat, entfliehen. Je älter wir werden, desto deutlicher kommt diese Wahrheit zum Vorschein. Die Zeit ist also immer da und doch müssen wir zugeben, dass die Zeit, so wie wir sie zählen, längst nicht immer da war. Beim Entstehen unseres Planeten war keine Zeit da. Gott lebte ewig und ohne Zeit. Es gab keine Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage. Er verbrachte keine Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage. Es gab keinen Morgen und er machte sich keinen Gedanken, wie er wohl den Tag verbringen würde. Lesen wir einen Bibeltext. 1. Mose 1, Vers 14 bis 18. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie werden dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie werden als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen, über den Tag und über die Nacht, und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Dennoch ist das Resultat der Schöpfung einfach großartig. Etwas, was die Vergangenheit klar und deutlich von der Gegenwart und der Zukunft unterscheidet. Zeit ist nicht unbedingt nötig. Etwas, das die Gegenwart von der Vergangenheit und Zukunft unterscheidet. Gott zumindest ist nicht daran gebunden. Für Gott ist Zeit nicht unbedingt nötig. Jesus demonstrierte seine Existenz außerhalb des normalen Zeitverständnisses, als er zu dem Pharisäer sagte, ich versichere dir, bevor Abraham kam, bin ich schon gewesen. Ein weiterer Bibeltext, Johannes 8, Vers 58. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Welch kraftvolle Bestätigung seiner Gottheit. Diese vorzeitliche Existenz
gilt allein Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Allerdings, wenn wir auch noch nicht da waren, bevor Gott da war, dürfen wir gewiss sein, wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir gerettet. Gott hat festgelegt, wenn die Zeit nicht mehr gezählt wird, dann können wir absolut sicher sein, dass es so sein wird. Im Augenblick fühlt es sich so intensiv an, als ob die Zeit unser Leben bestimmt. Wir haben uns etwas vorgenommen und wir wollen es auch ausführen. Wir wissen, wo wir wann sein müssen. Wir haben unsere Verabredungen mit anderen Menschen. Wenn jemand pünktlich ist, schätzen wir das. Und auch wir wollen Verabredungen einhalten. Ja, wir sehen darin einen guten Charakter. Wenn jemand unpünktlich ist, bewerten wir das als schlechten Charakterzug. Wir haben festgelegt, wann wir ins Bett gehen und wann wir aufstehen. Überhaupt stimmt unser Zeitplan mit unserem übrigen Leben überein. Wir wissen, wann wir unsere Kinder ins Bett bringen müssen, damit sie fit bleiben. Und wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln verreisen, müssen wir uns nach deren Zeitplan richten. Viele gläubige Christen sitzen vor dem Fernseher, vor allem sonntags, und wollen ihrer christlichen Gottesdienstpflicht genügen. Herr, wann findet die Entrückung nun endlich statt? Ein paar tausend Jahre sind für uns nur schwer fassbar. Auf diese Weise legen sich Christen fest. Ein weiterer Bibelvers, Habakuk 2, Vers 3. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie. Sie wird nicht ausbleiben. Es ist also die Abhängigkeit von der Zeit, welche uns Christen irgendwann ungeduldig werden lässt, mit all den vielen Versprechen, und schließlich sind 2000 Jahre eine lange Zeit. Ein Bibeltext, 2. Petrus 3, Vers 8 bis 9. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Wenn wir uns die Aussage von Petrus zu Herzen nehmen, können wir sicher besser mit der Zeit, in der wir zurzeit noch leben, umgehen. Gott kommt niemals zu spät. Alles geschieht nach seinem Willen. In diesem Sinne möchte ich mich für heute von euch verabschieden, aber nicht ohne euch vorher noch ganz, ganz herzlich gesegnet zu haben. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.